Herzlich willkommen heute mal wieder bei einer weiteren Folge von Trading Plumerians. Heute werden wir über den Premier League Spieler des Monats sprechen und wir werden uns natürlich anschauen, in welche Spieler können wir investieren, wie können wir da am besten Gewinn machen, und es wird diesmal auch wieder so sein, dass es, ja, es gibt keine exotischen Tipps, also es gibt nicht sowas wie bei Ibrahimovic, wo man sagen konnte, ja, vielleicht werden die alten Vereine, er war bei so vielen Vereinen, vielleicht muss man davon von jedem Verein einen Spieler in ein Team reinpacken. Das war am Ende auch so. Bei Douglas Costa konnte man, dadurch, dass er Brasilianer war, dann Spanier, spanische Nationalität übernommen hat, konnte man halt sich überlegen, ob sowas kommt, und das kam auch. Aber hier die zwei Spieler, die ich da als Top-Kandidaten sehe, beide von Tottenham, Dele Alli und Harry Kane, das sind zwei Spieler, die beides Engländer sind, beide bei Tottenham spielen, und ja, die haben beide eigentlich nichts, wo man sagen kann, ja, da könnte irgendwas Besonderes kommen. Also da gibt es nichts, was mir so einfallen würde. Wenn jemand von euch sowas einfällt, irgendwas Exotisches, irgendwas, worüber was EA da reinpacken könnte, schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Das ist was, was mich auch sehr interessiert. Wenn es sowas gibt, damit kann man eigentlich die meisten Coins machen, wenn man was findet, wo die wenigsten von ausgehen, dass das passieren könnte. Bei Ibrahimovic war es leider nicht der Fall, dass wir viel Gewinn gemacht haben, weil man einfach nur einen Spieler von den Vereinen brauchte, und dadurch sind die nicht stark gestiegen. Man braucht einen Ibrahimovic selber, um die SBC zu machen. Das hat ja alles dazu geführt, dass die Preise nicht so stark von den Spielern gestiegen sind. Und also der Hauptgrund war natürlich, dass man nur einen Spieler brauchte, dass man nur einen Spieler von Inter brauchte, nur einen von Barcelona. Dadurch sind die Preise natürlich nicht insgesamt stark gestiegen von diesen Spielern. Auf jeden Fall, ich nenne euch noch Spieler, die noch zur Auswahl stehen würden, wo ich aber denke, dass die sich nicht gegen Harry Kane oder Dele Alli durchsetzen können. Zwar Giroud hat einen starken Monat hinter sich, und Coleman war eigentlich so wirklich, hat einen sehr starken Monat als Abwehrspieler, hat auch seine Informkarte bekommen. Ich glaube, der hatte in dem Spiel, ich weiß gar nicht mehr, zwei Vorlagen oder so, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Auf jeden Fall hat der einen sehr starken Monat hinter sich. Und noch der Stürmer von West Ham, Carroll, könnte auch auf jeden Fall mal auf die Kandidatenliste kommen. Wird es, glaube ich, nicht, aber kommt auf die Kandidatenliste, da bin ich mir auch sehr sicher. So, wir werden jetzt darauf eingehen, was können da für Spieler interessant werden, und ich habe hier auf der Ersatzbank erstmal ganz klar englische Spieler, weil eben Dele Alli und Harry Kane beides Engländer sind. Wir werden bei den beiden Spielern wahrscheinlich so ziemlich die gleichen Spieler brauchen, weil der Verein ist gleich, die Nationalität ist gleich, und ja, was soll es da für große Unterschiede geben? Die haben beide halt eben nichts Besonderes, wie wir eben schon bei Ibrahimovic und bei Douglas Costa eben erwähnt haben. Und zwar, englische Spieler sind natürlich die Spieler, wo da am interessantesten sind. Noch interessanter sind Spieler aus England und von Tottenham, weil das eben Spieler sind, wo ihr die doppelte Chance habt, dass in der SBC einer von diesen Spielern gebraucht wird. Weil entweder könnte es sein, dass man Tottenham-Spieler braucht, es könnte sein, dass man englische Spieler braucht, und es könnte sein, dass man halt eben beides braucht. Und deswegen habt ihr da die größten Chancen, einen richtigen Spieler auszuwählen, wenn ihr Tottenham-Spieler aus England nehmt. Und da haben wir mit Walker einen Rechtsverteidiger, wo ihr den besten normalen Rechtsverteidiger bekommt als Engländer in der Premier League, soweit ich weiß, wenn es da nichts anderes gibt, zumindest mal als normale Karte. Und ihr habt halt direkt den Tottenham-Spieler. Harry Kane als 84er Stürmer ist sogar sehr günstig noch zu haben für 2000 Coins etwa. Gucken, oh, der ist gestiegen, krass. Gucken wir uns gleich mal nochmal an, oder? Also der war eigentlich bei so, ja, knapp 3000 Coins, glaube ich, vorher. So, und hier Rose ist auch, nee, ist ein Linksverteidiger, genau, ist auf jeden Fall auch ein guter Kandidat. Und ansonsten halt generell Tottenham-Spieler, die ein hohes Rating haben. Und da habe ich hier noch Dembélé, Vertonghen und Lamela rausgesucht. Lamela hat der beste rechte Mittelfeldspieler von Tottenham. Das sind so Spieler, in die ich investieren werde, hauptsächlich halt in die englischen. Lamela und Vertonghen, Dembélé werde ich mir wahrscheinlich einmal mitnehmen. Kane werde ich mir, je nachdem wie der Preis aktuell aussieht, zwei-, dreimal oder viermal oder so mitnehmen. Dann werde ich sehr viel in Terry investieren. Habe ich eben noch im Stream gesagt, warum in Terry? Weil morgen kommen auch, also für die, die dieses Video noch am Donnerstag sehen, kann sich das auf jeden Fall doppelt lohnen, weil morgen kommen ja wahrscheinlich die Once-to-Watch-Karten raus, was zumindest mal viele YouTuber behaupten und was auch anscheinend schon irgendwie ja, bekannt gegeben wurde. Zwar nicht von EA, aber irgendwie ist da was durchgesickert. Und da sollen morgen anscheinend Once-to-Watch-Karten kommen und auch SBCs dazu. Das ist das heiße Gerücht. Und es wird gesagt, dass eine SBC kommt, wo man eben wie bei den Inform-Karten einfach ein 84er-Team erstellen muss mit zwei Inform-Karten oder vielleicht Once-to-Watch-Karten. Wer weiß, was auch immer. Irgendwas soll da kommen.
Und da bekommt man halt einen garantierten Once-to-Watch-Spieler in einem Pack quasi. Und deswegen könnte sich John Terry doppelt da lohnen, da er eine 84er Bewertung hat, Engländer ist und deswegen für beide SBCs gebraucht werden könnte. Und da habt ihr auch die doppelte Chance, halt eben einen Treffer zu landen. Genauso bei Harry Kane auch, also generell die 84er-Karten. Ne? So, das habe ich jetzt abgearbeitet. Jetzt kommen wir zu Shawcross und Trippier. Das sind die beiden Spieler, die ich euch jedes Mal, beziehungsweise Shawcross besonders, der Spieler, wo ich euch andauernd in jedem Stream gesagt habe, kauft euch diesen Spieler, weil Shawcross wird so oder so steigen. Und jetzt hat er auch noch die Chance, in die SBC reinzukommen. Habe ich auch immer gesagt, selbst wenn die SBC so gemacht wird, dass man diesen Shawcross auf keinen Fall braucht, kann oder wird, er kann nicht, nein, er wird, Shawcross wird definitiv steigen. Der ist viel zu günstig für eine 84er-Karte. Und auch Trippier wird steigen. Informkarten steigen generell. Und das sind beide Spieler, die aktuell um den Abschlusspreis zu haben sind. Und also etwas mehr, aber solange diese Spieler unter 20k sind von der Premier League, können wir davon ausgehen, die werden weiter steigen. Und Informspieler steigen in der Regel sowieso immer, solange sie eben keine Second-Inform-Karte bekommen. Ja, das war's dazu in Shawcross und Trippier, beziehungsweise in Shawcross hauptsächlich habe ich wirklich auch viel investiert, soweit ich das noch im Kopf habe, weil Shawcross ist für mich der ganz große Kandidat, den man sich holen sollte, auch bevor der Premier League-Spieler des Monats am Ende offiziell geworden ist. Wahrscheinlich auch, wenn die Kandidatenliste wieder kommt, dann werden sich viele diese Spieler wahrscheinlich holen wieder und der Preis steigt dann schon extrem, wo man dann auf Nummer sicher gehen kann, den Spieler dann einfach verkaufen kann und ihr habt dann euren Gewinn schon relativ früh gemacht. Auf jeden Fall einer, den ich da empfohlen habe. Ich weiß nicht, wie sein Preis aktuell aussieht. Wir gucken uns das einfach mal an. So natürlich nicht. Hier nochmal auf Premier League und nicht auf Transfermarkt. Was mache ich da? Dream Squad auch nicht. So, müssen wir uns den Shawcross nochmal zurückholen. 15.250 habe ich den gekauft. Ja, und der ist so. Ja, 17.000. Okay, der ist noch günstig zu haben. Auf jeden Fall kann man immer noch rein investieren ohne Probleme. Ja, das war es auf jeden Fall zu diesen Spielen. Jetzt habe ich mir noch eine Alternative überlegt. Was kann noch kommen außer Tottenham England? So die Klassiker, die Standards. Kann auf jeden Fall was kommen. Was wir schon mal hatten, dass man halt die Spieler braucht aus Vereinen, die in dem Monat halt eben gegen Tottenham gespielt haben. Und das waren in diesem Monat in der Premier League Sunderland, Manchester City, West Brom, Chelsea und Watford. Also fünf Spieler hatten sie in der Premier League. Und sie hatten zwei Spiele, Aston Villa und Wycombe oder so heißen die, im FA Cup. Ich weiß immer noch nicht, ob dieser FA Cup da dazugerechnet wird. Wenn das jemand zu 100% weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Anscheinend ist es ja so, dass diese Spiele dazugehören. So war es zumindest mal bei Ibrahimovic, wurde mit den Toren inklusive des FA Cups, glaube ich, geworben, dass er Spieler des Monats werden könnte. Das habe ich, glaube ich, so im Kopf. Ich glaube, so war das. Auf jeden Fall. Ja, Manchester City habe ich hier schon mal Spieler rausgesucht. Bravo, günstiger 85er Spieler, kann sich auch doppelt lohnen, wenn man den heute kauft. Ich habe den damals total überteuert gekauft. Diesen Preis dürft ihr euch da auf gar keinen Fall merken. Aber ihr seht, den bekommt ihr noch relativ günstig. Kann man auf jeden Fall holen. Wir gucken mal ganz kurz, gucke ich mal auf Footbin, ob der schon gestiegen ist. Dann wisst ihr auch direkt Bescheid. Schaut immer die Preise auf Footbin, damit ihr nicht zu viel bezahlt. Und so macht ihr auf keinen Fall einen Fehler, weil viele kaufen die Spieler dann zu einem falschen Zeitpunkt und dann machen die natürlich Verlust damit. Ja, also er war schon mal bei 3.900 Coins, ist aktuell bei 4.300 Coins, also kann man auf jeden Fall noch mitnehmen. Und wie gesagt, sollte morgen dieser SBC kommen, wird der morgen auf jeden Fall mehr wert sein. Da habe ich hier die Außenverteidiger geholt, Clichy und Sagna oder Sanja heißt der eigentlich. Das sind so die besten Außenverteidiger von von Manchester City und Außenverteidiger sind oft sehr interessant. Habe ich hier Sterling, gucke ich mal, was der wert ist. Ja. Guckt auf Footbin, ob der Preis in Ordnung ist. Also Sterling, 4000 Coins ist relativ viel, würde ich glaube ich nicht bezahlen für einen 82er Fernandinho. Ich habe noch nicht so auf die Preise geguckt. Ja, wenn ihr die Spieler günstig bekommt, dann könnt ihr die holen. Hier. Mit Navas macht er nicht viel falsch, aber er hat halt nur eine 80er Bewertung. Deswegen muss man aufpassen. Also ich finde die Außenverteidiger interessant und Bravo auf jeden Fall sehr interessant von Manchester City. Und so macht ihr das. Ihr geht die Vereine einfach durch. Wir gehen jetzt auch mal noch auf Chelsea.
und gucken, was ist da interessant, machen das einmal gemeinsam. Die restlichen Vereine könnt ihr ja dann selber schauen und dann könnt ihr mal euch den ein oder anderen Spieler davon holen, wenn ihr das riskieren möchtet, weil wie gesagt, das hier ist jetzt nur eine Idee von mir, sowas könnte nochmal kommen. Ob EA sowas macht, das steht natürlich absolut in den Sternen, ist natürlich auch nur eine absolute Improvisation, beziehungsweise nur eine Idee von mir, also absolut nichts, wo ich jetzt sagen würde, ihr müsst oder sollt das machen, sollt diese Spieler kaufen und das wird passieren, auf keinen Fall. Ist nur eine Idee von mir, sowas könnte passieren. Ich weiß wieder nicht, ob das die Inform oder die normale Karte ist. Gucken wir uns das auf jeden Fall. Ja, hier ist zum Beispiel Terry, den wir. Also den müsst ihr euch holen auf jeden Fall. Solange dieser Preis noch günstig ist, Cahill holen wir einfach noch mit hier rein. Wäre auch einer. Ja, Ivanovic. Ivanovic könnt ihr auch nicht viel mit falsch machen. Ja, William ist uninteressant, zu teuer. Matic. Gucken wir mal. Bekommen wir den günstig, dann holen wir den mit. Ja. Na, ist relativ viel für einen 84er. Gucken wir noch ZOM und dann war's das. Dann war's das mit dem Video und dann könnt ihr wie gesagt selber schauen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr für Spieler interessant findet, was ihr von der Idee haltet. Also, wie gesagt, ist halt eine gewagte Vermutung und würde auch auf gar keinen Fall Brief und Siegel dafür geben. Oscar ja, ist halt gewechselt dadurch. Relativ viel wahrscheinlich wert vergleichsweise. Pietro. Ja, keine Ahnung, wie viel der wert ist. Auf jeden Fall, ja, sowas könntet ihr auf jeden Fall euch mal anschauen. Sind vielleicht auch die Vereine wie West Brom interessanter oder Sunderland Watford, halt die schwächeren Vereine, sucht euch da die besten Spieler raus. Kann man sich auf jeden Fall mal mitholen, wenn der Preis günstig ist und ihr da keinen Verlust riskieren müsst. Ja, das war's schon zum Premier League Spieler des Monats. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr so denkt, was wird kommen, welcher Spieler wird es und was für Spieler könnt ihr mal gebrauchen, in welche Spieler investiert ihr. Und wenn ich noch irgendwas nicht aufgeschrieben habe, was ihr interessant findet, irgendwas, was ihr wisst, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ich was Neues erfahre, werde ich ein neues Video machen. Und jetzt beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann demnächst wieder in einem Stream oder ja, vielleicht bei der nächsten Top-Partien-Prediction. Ich sag ciao. Haltet die Ohren steif, wir sehen uns.